Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wie ihr gerade gesehen habt, war dies die vergessene Schatztruhe im letzten Part. Und die Leichtigkeit dahinter, sie so zu bekommen, ist auf jeden Fall besser, als ich dies im letzten Part gemacht habe, was ziemlich dämlich war. Aber wie gesagt, wir haben hier auch im letzten Part diesen Schrein erstmal als Teleportziel freigeschaltet, dem wir jetzt auf jeden Fall reingehen werden. Das ist übrigens das Kletterkopftuch, was noch übrigens war. Weil es ein bisschen zu schnell war, kann ich es gerne nochmal vorlesen. Sieht zwar aus wie ein Kopftuch, aber darin verborgene uralte Technologie stärkt das Balancegefühl des Trägers und verbessert so seine Fähigkeit beim Klettern. Und wenn wir dann noch die komplette Ausrüstung davon haben, dann sieht das Ganze sehr, sehr gut aus, weil in diesem Zelda hat man es sehr oft mit Klettern zu tun und ja, das kann dem einen oder anderen so zum Verhängnis werden. Deswegen mit der kompletten Kletterausrüstung und dieser noch verstärkt mit einem Set-Bonus, dann klappt das auf jeden Fall. Und wir sind bei dem Schrein Yahudama, wegweisendes Wasser. Gut, auf jeden Fall brauchen wir das Cryo-Modul, das ist schon mal klar. Ich habe erst sogar später so richtig gecheckt, dass man das auch seitlich machen kann. Ist mir da noch nicht so richtig aufgefallen. Aber gut. Zum Glück weiß ich das jetzt sonst. Ja, du sollst dich jetzt nicht dämlich anstellen. Aber gut. Auf jeden Fall etwas vorsichtig. Und wir können immer schön unseren eigenen Weg bahnen mit den Eisblöcken. Und hier ist der Punkt, den wir, der ein bisschen knifflig vorkommt. Mal schauen, ob ich das schnell genug schaffen werde. Weil privat habe ich mich sehr dämlich angestellt, obwohl es eigentlich auch sehr leicht ist. Mal schauen. Auf jeden Fall kommt der Ball hier runter. Wir müssen doch irgendeinen Weg bahnen. Es ist eigentlich auch so immer so nach Weg. Und dann, oder warte mal, wartet mal. Es reicht eigentlich, wenn wir den einfach hier blockieren, oder? Okay, das war jetzt ein bisschen zu spät. Nee, lass mal das mal so. Ich glaube, das reicht eigentlich so, oder? Nicht ganz, nicht ganz. Vielleicht etwas eher. Vielleicht hier so. Oh, was? Hä? Was zur Hölle? Oh. Hä, aber wie? Wie kriegen wir den jetzt trotzdem dann dahin? Wenn wir es so machen, das ist dämlich. Das ist dämlich. Dann bringt das sowieso nichts. trotzdem verstehe ich das jetzt nicht so ganz. Ja, nein! Nein! Ah, verdammt. Daraus solltest du jetzt eigentlich jetzt nicht auf diesen Eisblock. Vielleicht hier ungefähr. Ah, könnte klappen. Ja, gut. Nein! Okay, daran habe ich jetzt nicht gedacht. Wir sollten noch einen Eisblock davor setzen. Und jetzt, oder? Ja, gut. Das sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Passt. Lass uns schon mal zum Tor rangehen. Perfekt. Also privat hat es lange gedauert, aber jetzt hier im Let's Play. Oh Mann, ey, ich habe mich auf jeden Fall privat sehr dumm angestellt. Ich glaube, das hat so 10 Minuten gedauert, bis ich wirklich auf den Gedanken gekommen bin.
Aber gut, das ist was doch jetzt so schnell erledigt haben. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Gut, dann bekommen wir einen weiteren Zeichen der Bewährung. Fehlt noch einer, dann werden wir einen Ausdauer-Container holen. Wie gesagt, im Wechsel. Ja, aber dann würde ich auf jeden Fall sagen, werden wir unser erstes Pferd fangen. Und das benötigt ein bisschen Zeit. Und zum Glück sind die Stacheln wieder weg. Auf jeden Fall passt. Auf jeden Fall müssen wir noch da hin, das ist klar. Aber wir können uns ja trotzdem mal ein bisschen Zeit lassen. Ich habe es ja sowieso schon gesehen bei manchen Let's Playern. Ungefähr bei Part 20, 30 sind diese schon bei Akalat. Und da frage ich mich auch, was zur Hölle? Man soll doch etwas besser mehr erkunden und fast nicht nur den Story-Modus mehr oder weniger absolvieren. Aber okay, jeder schlägt andere Wege ein. Ah, hier sind sogar Äpfel. Und entweder sind meine Ohren irgendwie, keine Ahnung, oder ich höre einen Krog. Beziehungsweise ein Windrad davon. Ah, da oben. Da oben. Haben wir wenigstens genug Pfeile? Vielleicht wird das wieder sowas, wo wir wieder irgendwelche Ziele abschießen müssen. Okay, das hat man bis jetzt noch nicht, aber das ist auf jeden Fall oft so. Mann, wie kommen wir jetzt am besten hoch? Naja, es gibt sowieso hier komische Logik beim Klettern, also schaffen wir, müssen wir es so hoch schaffen. No. Klettern ist ja fast überall möglich. Und auch bei einem bestimmten Winkel immer noch. Aber dann später komischerweise nicht mehr bei einem 90-Grad-Winkel. Sonst schon. Aber okay, gut. Das ist halt Nintendo-Logik. Na gut, da oben haben wir einen Krog. Geht's da einfach so? Oder müssen wir irgendwas... Nee. Einfach so. Und Krog Nummer 3. Yay. Ciao, ciao. Man hätte nicht gekonnt zu haben. Gut, dann. Okay, noch nicht dann. Okay, hat sich das nicht so viel gelohnt. Weg damit. Kochen. Wollen wir erstmal was Schönes kochen? Ich habe nämlich gerade eben vor der Aufnahme meine Amiibus aktiviert. Haben wir eigentlich recht viel dabei, würde ich sagen. Ja, schon. Und ja, was kann man denn so Schönes braten? Auf jeden Fall mit Insekten kann man Tränke herstellen. Habe ich versucht, aber war ein Fehlschlag. Ist aber hier nicht dabei, das war privat. Wir können. Wir haben hier. Okay, Material jetzt nicht kochen. Da kommt ja genauso was ähnliches wie dubiose Matsche raus, aber nur mit Stein. Und das wollen wir auf jeden Fall nicht. Wird zwar ab und zu mal passieren, aber es geht leider nicht anders. Gut, dann machen wir es einfach so. Legen zwei Äpfel hinzu, ein Hyrule-Pilz und zwei Eicheln. Ich mache es einfach random, jetzt irgendwas hinzuklatschen. Mal schauen, ob da irgendwas Gutes dabei rauskommt. Obst mit Pilz mit 4,5 Herzen und konventionelles Gericht, bei dem die Süße des Obstes einen spannenden Kontrast zum Aroma der Pilze bildet. Okay, haben wir noch was? Beziehungsweise, ja, wir könnten auf jeden Fall noch was machen. Und zwar würde ich sagen, zwei Sportlinge und zwei Ausdauerlinge. Na okay, nee, machen wir noch einen Sportling hinterher. So, mal schauen. Pilzspieß, aber ohne Ausdauer. Ich hätte gedacht, irgendwas mit Ausdauer. Sportling, Ausdauerpilz. Beides Ausdauer, so wie es sich es anhört, aber irgendwie leider nicht. Okay, dann war das Ganze viel umsonst. Ah, okay. Wurden wir auch mal schlauer daraus. Pilzspieß mit 5 Herzen in diesem simplen Gericht lenkt nichts vom herben Eingeschmack der Pilze ab. Dank der vielen Farben ist das Auge mit. Hat das dieser nicht sogar schon gehabt? Nö, hat mir doch nicht. Ja, was können wir noch so machen? Auf jeden Fall können wir Chili machen, das ist auf jeden Fall klar. Auf jeden Fall nicht gleich alle 5 benutzen. Legen wir noch ein, keine Ahnung. Legen wir noch einen Apfel dazu. Müsste ja gegen Hitze sein. 10 Minuten 30. Auf jeden Fall ganz gut.
Ich glaube, das ist das erste, was wir gerade. Ne, wir hatten noch eins. Oh, das wusste ich jetzt nicht. Aber okay, gut. Ja, für 17 Minuten in der Kälte. Also in der normalen Kälte. Beim ersten Kältegebiet, wo wir waren, zum Beispiel. Und da ist eine Heugabel. Traditionelles Bauernwerkzeug zur Beförderung von Heu. Leicht genug, dass auch alte Väterchen es noch heben können. Vorsicht mit den spitzen Zacken. Schon voll? Komm, dann klatscht mal das verrostete Schwert raus. Benutzt einfach so die Heugabel. Wir können einfach jeden beliebigen Gegenstand einfach mitnehmen und als Waffe benutzen. Aber sowas wie die Heugabel zum Beispiel bringt nicht viel. Wir könnten ja trotzdem mal mit ein paar Leuten mal reden, ne? Also die so ein bisschen drumherum beim Stall sind, bevor wir anfangen und uns mal zutrauen mit den Pferden. Auf jeden Fall normal ist, bei schwarzen Pferden war das nicht so. Das hat aber was mit Ausdauer zu tun. Aber unsere aktuelle Ausdaueranzeige bringt nicht viel dazu. Okay, gut, was hast du so zu sagen? Willkommen beim Stall der Zwillingsberge. Schön hier, oder? Man ahnt es nicht mehr, aber die Verheerung hat diese Gegend einst an den Rand der Zerstörung gebracht. Vielleicht liegt es ja am Segen der Zwillingsberge. Auf jeden Fall ist hier alles wieder beim Alten. Sogar die Wildpferde sind hierhin zurückgekehrt und mit ihnen ist alles wieder aufgeblüht. Übrigens, wohin bist du denn unterwegs? Kakariko und Ateno liegen beide in der Nähe. Kakariko, auf jeden Fall. Kakariko ist das Dorf des Shika-Stammes. Früher einmal sollen sie Maschinen gebaut haben, die sich wie von Geistern bewegen konnten. Dadurch waren sie dem damaligen König ein Dorn im Auge. Sie wurden vertrieben und lebten von da an im ganzen Land verstreut. Wenn du von hier aus dem Weg nach Norden folgst, gelangst du zu einer großen Brücke. Die überquerst du und folgst weiter dem Weg. Dann kommen bald die Tore von Kakariko in Sicht. Wenn du nach dem Weg fragen willst, nur keine Scheu. Ich frage mich hier aus. Ich kenne mich hier aus. Sorry, Sprachfehler. Ich sag mal was über Wildpferde. Hast du auf dem Weg hierher keine Pferde gesehen? Na doch, hinterm Stall. Es sind zwar nicht mehr so viele wie früher, aber man findet sie eigentlich überall. Wildpferde sind Wildtiere, die in Freiheit leben und niemandem gehören. Wenn du eines davon fängst, dann kann mein Bruder Tarsaran es ganz offiziell als dein Pferd ins Register eintragen. Meine beiden Buben können dir mehr dazu sagen, wie man ein Pferd fängt. Sie bringen schließlich den ganzen Tag mit unseren Pferden. Okay, danke für die Information. Und übrigens, was mir irgendwie aufgefallen ist, seid ihr wie Zwillinge oder so? Ihr seht 1:1 genauso aus. Oder Nintendo hat da keine Lust drauf gehabt, da nochmal einen anderen Typ reinzusetzen. Keine Ahnung, auf jeden Fall 1:1 genau dieselben Leute. Aber okay, gut. Hey! Hallo, willkommen in unserem Stall, wo du alles rund ums Pferd bekommst und dich auch selbst ausruhen kannst. Ah, du bist das erste Mal hier, oder? Weißt du, wie Ställe funktionieren? Wie denn? Dann erkläre ich das erstmal eben. Du kannst bei uns Pferde unterbringen und nach Belieben mitnehmen. Vielleicht sind dir unterwegs schon Wildpferde begegnet. Fange eines und bringe es her. Wenn du ein Pferd bringst oder es bei uns registrierst, ist es offiziell dein Pferd. Du kannst bis zu 5 Pferde besitzen und sie natürlich auch jederzeit wechseln. Möchtest du wissen, wie man ein Pferd fängt? Ja, schieß los. Gut, ich erkläre es dir gern. Im Grunde muss man sich nur von hinten an ein Wildpferd anschleichen. Und zwar langsam, damit es einen nicht bemerkt. Und dann springt man einfach auf. Manche Wildpferde sind allerdings besonders wild. Sie muss man dann durch Tätscheln beruhigen. Wenn das Pferd sich beruhigt hat, kannst du es zu mir bringen. Vergiss nicht, dass wir hier von wilden Pferden reden. Es kann dauern, bis sich an einen Reiter gewöhnt haben. Manchmal wechseln sie von selbst die Richtung oder werden plötzlich einfach langsamer. Wenn ein Pferd die Richtung wechselt, steuere es sachte in die richtige Richtung und tätschle es. Mit der Zeit wird dir das Pferd dann mehr und mehr vertrauen und auch besser gehorchen. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Also beginnen wir noch einmal von vorn. Willkommen in unserem Stall. Wenn du ein Wildpferd gefangen hast, kannst du es hier registrieren. Falls du übernachten möchtest, wende dich bitte an die Rezeption drinnen. Also, wie kann ich helfen? Das passt schon so. Naja, drinnen muss ich jetzt nicht oder so. Dann essen muss ich Rubinen zahlen und erstens. Und ein Lagerfeuer oder bei so einem Kochtopf mit Feuer kann ich einfach hier, je nach Belieben, oder halt wie gesagt, selbst Feuer machen. Einfach so easy going.
Machen wir einfach bis morgens einfach mal so. Sekunden später. Wir haben 8 Uhr früh. Oder jede beliebige andere Zeit. Na, dann halt 5 Uhr früh. Gut, dann wollen wir uns ranwagen. Auf jeden Fall eins der einfachen Pferde, weil, wie gesagt, oh cool, der Holzfäller Axt. Okay, Heugabel, dann noch weg mit dir. Die bringt sogar 3. Oh, verdammt. Mal, vielleicht einfach was anderes Billiges. Oh, Eisenhammer. Der zerbricht sowieso gleich. Also, gut, weg damit. Ich glaube, der Gedanke war trotzdem ein bisschen dämlich. Aber, oh, juckt mich nicht. Okay, gut. Pferde waren ja hier irgendwo hinten. Na, am besten nochmal kurz umschauen. Die müssten ja hier irgendwo sein. Ah, ich sehe schon welche. Auf jeden Fall. Ja, wir können es doch ein bisschen schnell bewegen, aber wenn wir so Richtung Nähe sind. Ja, machen wir es jetzt schon. Auf jeden Fall pirschen wir uns langsam. Musst du jetzt kommen? Du störst meine Konzentration. Okay, wenn ein Pferd wegrennt, rennen alle auch weg. Deswegen ist das ein bisschen doof. Ach, manchmal wies das sich auch gerade in der Position. Alle besser mal, ne? Aber ich glaube, es ist sogar ganz gut. Unterschiedliche Farben von Pferde, aber so wie blaue Pferde kommen mir nicht bekannt vor. Da weiß ich schon mal, wie ich es nenne. Komm bitte, für die bisschen Ausdauer. Ist das dein Ernst? Okay, gut, dann halt irgendwie nicht. Wie auch immer. Haben wir vielleicht irgendwas für ein bisschen mehr Ausdauer zufällig? Nö, auch nicht. Ach man. Ich hätte gerne das Blaue gehabt, aber wir müssen uns leider mit dem hier auseinandersetzen und hoffe, dass es dann funktionieren könnte. Wäre wunderschön. So, jetzt vielleicht. Achso, bei manchen, ja, aber bei solchen Pferden wahrscheinlich, da geht das auch einfach so. Mal ein bisschen tätscheln hier. Bringt auf jeden Fall sehr viel was. Ja, so ein. Ah, Mann. Ob du geht uns mal wieder auf die Nerven. Du hast hier nichts zu melden. Komm, zeig dich nochmal. Komm. Oder bist du feige? Nein, 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 nein. Normale Pfeile. Und tschüss, Mann. So macht man das. Und nicht anders. Steigen wir da ein Pferd drauf. Also sind wir da unterschiedlich hier wieder ein paar dabei. So, wo ist denn der jetzt weggegangen? Ich hätte eben schon das Zeug da vorhin. Aber wahrscheinlich, keine Ahnung. Ich kann es nicht wiederfinden oder es ist weggepufft. Ah ne, hier sehe ich doch was. Octorok-Tentakel und ein Octorok-Ballon. Okay. Dieser Ballon hat einen großen Auftrieb. Daher kannst du damit Dinge fliegen lassen. Ja. Halte ihn dazu in den Händen und platziere ihn auf dem gewünschten Objekt. Hä? Wie soll denn das funktionieren? Ich habe es bis jetzt noch nicht versucht, aber das ist jetzt das erste Mal. Also, ja, versuchen können wir es. Mal schauen, ob es das bringt. Keine Ahnung. Ablegen. ja. Vielleicht nicht so, wie ich es gerade geplant hätte, aber ja. Es war verschwenderisch, ich weiß. Oh Mann. Okay, gut, dass ich es auch privat auch nicht versucht habe. Jetzt weiß ich auch warum. Ja, du sollst ja auch in eine andere Richtung gehen. Ich habe den Stick ja schon nach rechts bewegt. Ah, Mann. Wie viel getätschelt mich bist du noch? Ja, geil. Perfektes Deutsch, ja. Beste. Komm. Wir müssen nur. Ne, das Pferd muss uns gehorchen. Also, komm. Tätschle es, bis es nicht mehr kann. Das müsste heute auch in Ordnung sein, das war. Perfekt. Ich hab nur keine Ahnung, wie ich es nenne.
Ich nenne es einfach Fleck hier. Mir fällt nichts ein. Ich bin nicht so der Typ von irgendwelchen Spitznamen. Einfach Pferd und fertig. Also ehrlich mal. Nein, okay, wir können dann einfach so absteigen und so entsprechen, wenn es halt nicht anders geht. Ja, ich möchte jetzt bitte registrieren. Ja, gerne. Ach, hat sogar schon zur Hälfte. Das ging schnell. Ja, auf jeden Fall haben wir genug. 20 Rubine, perfekt. Namen, ja, wie gesagt. Ich bin nicht so der Beste in irgendwelchen Spitznamen vergeben. Deswegen nenne ich es jetzt einfach Flecky. Mir fällt nicht sein. Sorry. Könnten ja mal, vielleicht gibt es ja einen von euch da draußen. Von meiner mini kleinen, winzig kleinen Community. Vielleicht irgendeinen. Mal überlegen zu einen Spitznamen eines Pferdes. Ich habe perfektes Deutsch. Ich kann mich halt nicht anders artikulieren. Und ja. Ja, lassen wir es einfach so. Mir fällt nichts ein. Das klingt voll nach einem 13-Jährigen, ey. Mir fällt nichts ein. Lass mal, machen wir es einfach so. Fertig. Ja, gleich Pferd mitnehmen. Ah, perfekt. Falls du und dein Pferd unterwegs getrennt werden, pfeif einfach und dein Pferd kommt zu dir. Pfeifen. Pfeife, um dein Pferd herbeizurufen. Steuerkreuz unten. Ja, das weiß ich schon, aber trotzdem danke. Wenn dein Pferd allerdings zu weit weg ist, kann es dich nicht hören. Das ist auf jeden Fall klar. Yay, unser erstes Pferd. Ja. Perfekt. Es gibt auf jeden Fall Pferde, die halt nur drei von diesen Symbolen haben. Ausdauer-Symbole. Ich nenne es einfach Ausdauerkreise. Egal. Okay, ich nenne es einfach Ausdauer-Symbole. Fertig. Dann können wir schon mal in Windeseile auf zu Kakariko gehen. Kakariko-Brücke sind wir hier auf jeden Fall schon mal. Aber wir sind jetzt so auf dem Weg zu Kakariko. Aber das machen wir dann im nächsten Part. Würde ich sagen, beenden wir hier diesen Part. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, bis zu einem weiteren Part von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ciao Leute, macht's gut. Und auch schöne Ostern an euch allen. Ciao.